Freiburger Wissenschaftsmarkt. Rund um das Münster stellen südbadische Forschungseinrichtungen von Rang und Namen aus. Dabei Institute von Fraunhofer und Max Planck, Wirtschaftsunternehmen wie KLS Martin und SICK und natürlich die Universität. Unterhaltungsprogramm gibt es auf der Bühne. Darum herum kann man die großen Ausstellungszelte besuchen. Der Unterschied zur Universität ist, dass wir die angewandte Forschung machen, die Universität eher die Grundlagenforschung. Und beides braucht einander, um eben dann für die Industrie in die Anwendung zu kommen. Wir haben hier zum Beispiel das Beispiel Röntgencrash, was wir am Fraunhofer EMI machen. Dann haben wir das Institut für solare Energiesysteme, die zeigen Solarzellen. Und wir haben das Fraunhofer Institut für Werkstoffmechanik, die zeigen die Wirkung von Reibung. Wir zeigen hier auch unsere Kooperation mit der Uni. Wir haben eine sehr enge Anbindung an die Technische Fakultät der Universität und haben da eben mehrere Professuren. Und das ist sozusagen das gegenseitige Profitieren voneinander. Wissenschaft zum Anfassen will der Wissenschaftsmarkt bieten und das ist wörtlich zu nehmen. Es gibt wohl kaum einen anderen Ort, wo man das, was man anfassen darf, auch detailliert erklärt bekommt. Wir entwickeln gemeinsam, also mit der Universität, neue Produkte. Ich habe mal geschaut, also wir haben 1923 mit der Universität in Freiburg das erste Elektrochirurgiegerät entwickelt. Mittlerweile haben wir sehr gute Kooperationen und Zusammenarbeit mit zum Beispiel der Thoraxchirurgie, mit der Klinik für Frauenheilkunde, mit der Herzchirurgie, mit der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, mit der Urologie. Und ein wesentlicher Grund, warum wir unser neues Firmengelände in Freiburg gebaut haben, war auch wirklich die Nähe zur Universität und zum Universitätsklinikum. Und jetzt nach 2 Jahren muss ich sagen, also die Erwartungen haben sich erfüllt und die Zusammenarbeit ist dadurch noch ein bisschen besser geworden. Auf dem Freiburger Wissenschaftsmarkt kann man sich einen Einblick in die chemische Analytik verschaffen. Und man kann moderne Technologien bestaunen, wie am Stand des Sensorenherstellers SICK. Was wir heute ausstellen, ist zum einen ein Kamerasystem, wo wir zeigen, wie mit einem Roboter zusammen ein Kamerasystem Qualitätsmerkmale an einem Automobilteil prüft. Wir haben aber auch ein Thema mit führerlosen Transportfahrzeugen. Und da hat die Universität mit uns zusammen geforscht und die Steuerung dieser führerlosen Transportfahrzeuge zusammen mit uns verbessert. Für uns ist die Kooperation mit der Universität sehr wichtig. Die Erwin und Gisela SICK Stiftung unterstützt auch in einer Stiftungsprofessur. Aber es ist auch für uns sehr wichtig, dass Leute aus der Forschung bei uns nach ihrer Forschungstätigkeit auch gern gesehene Mitarbeiter sind. Die Universitätsklinik zeigt Diagnostik. So kann man das Handgelenk mit Ultraschall auf das sogenannte Karpaltunnelsyndrom untersuchen lassen und mit einem Arzt über Behandlungsmöglichkeiten sprechen. Währenddessen geht es beim Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik um Erbanlagen. Für uns ist halt entscheidend, dass wir versuchen können, unsere Forschung auch ein bisschen zu präsentieren und auch versuchen zu sagen, ja, guck mal, da drüben gibt es auch das ähnliche Thema an der Uniklinik, also da gibt es BIOS oder auch andere Institutionen und die arbeiten auch zu ganz ähnlichen Dingen. Und vielleicht kann man insgesamt so ein schönes Netz entwickeln, wo man einfach sehr, sehr viele Wissensbereiche abdeckt. Wir halt mit Immunbiologie und Epigenetik, die anderen halt mit DNA-Extraktion. Wer Probleme mit dem Sehen hat, der kann sich über die Universitätsaugenklinik helfen lassen. Das nötige Gerät gibt's im sogenannten Augenbus, der vor Ort im Einsatz ist. Gute Augen braucht man etwa zur Insektenbeobachtung. Es gibt über 500 Bienenarten in Deutschland und man kann einmal diese ganze Varietät angucken, auch unter einem Bino, dass man sich quasi direkt aus der Nähe angucken kann. Aber man kann hier auch sehen, was Bienen denn brauchen, um eben gut leben zu können. Das ist einmal Blumen. Und was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie sowohl Pollen als auch Nektar bieten, der zugänglich ist für eben europäische Bienen. Auf der rechten Seite dagegen haben wir einmal hier Zuchtblumen, die nicht so gut geeignet sind für Bienen, weil die, wie diese Rosen hier zum Beispiel, gefüllt sind. Sprich, die Staubblätter sind umgewandelt in Blütenblätter und dadurch kann die Biene dort überhaupt nichts finden, was sie fressen kann. Die Dahlien hier, die sind auch gefüllt und deshalb nicht wirklich brauchbar. Der Phlox wird auch nicht angeflogen.
Und wir fördern Klimaschutzprojekte, Wasserschutzprojekte in der Region eben. Und das können alle Personen sein, die bei uns einen Antrag stellen, Vereine, Kommunen, Privatpersonen. Die Uni ist auch ein Kunde von uns und wir haben Projekte von der Uni, von der Hydrologie zum Beispiel aus, wo es um Grundwasserneubildung geht und das Verständnis rund um, wie weit ist es wichtig bei den neuen Siedlungserschließungen, die Grundwasserthematik mit zu bedenken. Solche Themen werden zum Beispiel von der Uni behandelt. Wir profitieren eigentlich aus mehreren Ebenen von dem Fonds. Einerseits profitieren wir davon, dass wir die Region voranbringen und wir uns ökologisch positionieren und die Region sensibilisiert wird, also Interesse an uns erweckt. Wir lernen aber auch die Region kennen mit ihren neuen Stärken, mit Herausforderungen. Heißt, für neue Geschäftsmodelle können wir uns dann auch positionieren. Und man braucht natürlich auch eine Kundenbeziehung zu Badenova und hat dadurch die Möglichkeit, dass wir neue Kunden gewinnen. Den nächsten Freiburger Wissenschaftsmarkt gibt es 2019. Natürlich wieder auf dem Münsterplatz.